You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Look what I found! What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. The bear and the princess. Yeah. The beaver fixes the house. It's one of the only times I remember her being at peace. Was ist das denn? Sehr geil. Frau Stamm erhält die Gabe des Sprechens. Bären die Prinzessin, Biberdame repariert das Haus. Sind die hier die einzelnen Geschichten oder was? Ach komm. Das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Das sind kleine Kindergeschichten. Das ist ja voll süß. Haben die zwei das gemacht? Die zwei Goblins. Das ist ja echt voll süß gemacht. Immer mit dem Bildchen da dabei. Voll viele Geschichten drin hier. Ist ja voll süß. Ah, where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mom? Mom! Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. War das der vor 10 Jahren schon bewusst, dass sie eigentlich kein Mädchen sein will? Und die Mutter hat dagegen angekämpft. Auch nicht die feine englische Art. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me. To keep me from transitioning. Ja. Als Mutter. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. Deswegen hat er die Knarre gezogen und wollte ihn töten. I want my diary back. Weil er ein Junge sein wollte. Alter. Okay, but do you need to get it like now? Bruder, jetzt muss ich aber ganz dringend los. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. Dann ist es wahrscheinlich bei der Mutter im Zimmer. Könnte ich wetten. Ich würde mich aber gerne erst. Room is still locked? It always was.
I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Ugh. Some of our old toys give me the creeps. Yeah. Steh doch nicht als im Weg rum, du. Da ist noch ein Elch. Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better days. War ja klar. Oh, this one wasn't mine. Mann, er liegt dreckig auf dem unterm Haus. Look, it's the game we made. Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Schön. Kreative Kinder. Aber die meisten Kids sind ja eigentlich... Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Ich kenn's aus meiner Kindheit noch. We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Hallo Allison und Olli. Wer ist Olli? Wir schreiben euch aus der Vergangenheit, wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O. Allison und Olli Ronan. Okay, Tyler hieß mal Olli. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so der weibliche Name, oder? Olivia vielleicht dann? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Gut. Egal, wir sind wahrscheinlich jetzt... Da können wir uns nochmal erinnern. Zack. Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Die haben sich früher schöne Geschichten ausgedacht, muss ich ja doch mal sagen. War doch hier so eine Spielecke, oder was? Where'd you come from? Tale of... Was? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Tale of Two Swords. Okay. Na dann, gehen wir mal in Moms Zimmer. Ich freue mich jetzt schon. Hold up. What? Remember this? Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. Was jetzt? Jetzt müssen wir das Rätsel an der Tür lösen. Alter. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. Ach, die Geschichten hat die Marianne geschrieben, nicht wir. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party.
Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. So, was denn jetzt? Ist das schon die Geschichte oder was? Moontexte lockte die Eiskönig fort, wo der wilde Jäger ihn sehen konnte. Was soll das hier, Moontexte? Von der Jahre See gefesselt, sagt Mond, vielleicht, ja, Dunkelheit. Damit aber ist heute Schluss. Sie wirkte einen mächtigen Zauber, der die Bewegung des einen verlangsamt. Wilder Jäger, schieß den Pfeil. Sie zuckte nervös, wilder Jäger brüllte sie, schieß den Pfeil. Noch immer geschah nichts, der Eiskönig kam unterdessen näher, langsam, aber außer sich vor Zorn. Die Moontexte floh und lief zuerst zu dem vereisten Fels, wo ihr Diener auf sie warten sollte. Eiskönig, Moontexte, wilder Jäger. Was soll uns das jetzt bringen? Wir müssen... Was hast du gesagt? Irgendwas mit dem... Princess Party, hat sie gesagt, ja? Da unten die Symbole? Fackel, Schwert, Geld? Nee, ne? Nee. Alter, muss ich das jetzt alles lesen oder was? Bär, Frosch, Bisam. I think I'm just gonna force this open. You sure? We're not in a rush, and we'll have to fix it. All right, one more try. Ich hab keinen blassen Schimmer. You sure you're done? Maybe if we put our heads together. Yeah, I can try. Elch, Frosch, Bär, kann das sein? Elch, Frosch, Bär? Aber das hab ich das nicht eben eingestellt? Nee, Elch, Bär, Frosch habe ich eingestellt. You sure you're done? Maybe if we put our heads together. Yeah, I can try again. Okay, wir lesen die Geschichte jetzt gemeinsam. Komplett. Vielleicht fällt uns ja was auf. Die Feier der Prinzessin. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an die Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hinquakte. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte, und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten,
das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen. Und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergtals drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat und du erhältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin. Jemand mochte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Innern befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welche meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Liebe Feen, sagte sie, ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. So, und hier steht nichts drin, aber ein kleiner Hinweis. Hier fängt's an. Der Bär bot der Prinzessin an, Rücken zu tragen, damit ihr keinen Wolf etwas zu leide. Von dem ist das Schwert. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, Pelikandame. Essen, also Geldbeutel von der Pelikandame, die Feenlichtern vom Elch. Und das ist die Fackel. Also Elch, Bär, Pelikan. Kann das sein? Elch, Bär, Pelikan. Ich bin so gut. And boom, we're in. Alter. Das ist das Zimmer der Mutter. So many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Ich weiß nicht. Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Ich würde sagen, im Schreibtisch oder so. Da haben wir es doch schon. It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Du hier, kleine Fliege. Geh weg.
Ach, guck mal an. Hat sie sich doch drum bemüht. Tyler. What? Look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. God. 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air.